Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, wir wollten jetzt nochmal wieder zurück zu Alt... Warst du schon beim Schrein? Schnell, geh nachschauen. Mach ich noch. Dingens nochmal zurück. Hier, wo waren das? Alt Schera. Weil ich denke, ich habe da noch was übersehen. Vielleicht eine Tür oder so. Den Sprung nach unten werde ich nicht nochmal machen. Das werde ich nicht schaffen, nicht überleben. Ich sehe da zu schlecht. Und, hat kein großes Lungenvolumen, sage ich jetzt mal. Sonst haben wir, glaube ich, hier alles, ne? Aber ich will hier zumindest noch ein bisschen weiter erforschen, gucken, skillen eventuell auf. Erfahrungspunkte sammeln auf jeden Fall. Zählt das schon eigentlich als Grinden, weil ich jetzt hier irgendwie die ganze Sonnenküste jetzt absuche? Weiß ich jetzt nicht, ob das schon dazu zählt. Denn ich will eigentlich auch schon die ganzen Orte erkunden, die ich jetzt quasi... also vom Tutorial-Gebiet hier alles übersehen habe, vergessen habe, übersprungen hatte und so weiter. So, und gehen wir mal da. Ist zwar jetzt ein weiter Weg. Wieso nehmen wir unseren Esel eigentlich nicht? Aber auch egal, oder? Genau, hier nach Süden muss ich jetzt. Und ich würde gerne schon zu dieser Festung gehen, zur Burg. Und wissen, was das ist. Ist das jetzt eine Stadt der Untoten? Komplett von Untoten überrannt? Oder ist das eine normale Stadt? Goldfürst, glaube ich, hieß das. Oder so ähnlich irgendwie. Irgendwas auf jeden Fall mit Gold. Hat es einen Namen, meine ich. So, was ich bisher mitbekommen habe. Aber es ist schon prächtige Aussicht dahin. Und ich fände das krass, wenn wir das noch schaffen zu erreichen. Die Truhe hatten wir übersehen, kann das sein? So, nochmal 15 Erfahrungspunkte, perfekt. Es wirkt für mich auf jeden Fall wie eine neue Stadt, die wir erkunden können. Und daher möchte ich auch dahin und das erkunden. Vielleicht gibt es auch neue Händler und so weiter. Aber ich weiß noch nicht, was da oben gibt's. So, das wäre die Straße, die jetzt den hinführen würde, zu der Burg. Aber hier waren wir noch nicht fertig in Alt Scherat. Deswegen, ich will jetzt mal versuchen, da hochzukommen. Da muss es doch einen Weg nach da oben geben, oder? Muss doch irgendwie die Möglichkeit geben, hier hoch. Komm, hoch.
springen. Jo, hier gab es auf jeden Fall eine Truhe. Mit einem Genesungstrank. Aber okay, schade. Mehr gab es hier jetzt nicht. Gab es da vorne eigentlich noch mehr? Die mit hatten wir. Da vorne gibt es auf jeden Fall eine Treppe. Und Wölfe. Jo, wie viele? Okay, das sind schon doch ein bisschen viele. So, jetzt definitiv was voran. Komm, wir essen mal eine Suppe. Wären wir hier auch anders hingekommen? Ja, wären wir tatsächlich. So, wohin führt die Treppe? Ah. Okay, das ist das Schiffswrack. Der Schiffswrack hatten wir noch gar nicht erkundet. Noch eine Wildmagierin, okay. So, das nehmen wir mit. Können wir verkaufen. Wohltat Rang 1, Fackel. Natürlich muss das jetzt kaputt gehen. Noch eine Fackel, Schmieröl, Silberschüssel. Lassen wir mal liegen. Und wir gehen mal zum Wrack. Da oben ist noch eine Festung. Ah, okay. Gehört schon dann wahrscheinlich zum Flüsterwald. Kann man hier auch hier hin? Bis nach da hinten hin im Nordwindgebirge? Pulverwüste, Talgard, Goldenfürst, Bauernküste. Ich würde sagen, wir gehen mal zum Wrack. Und da ist noch eine Eisplanke, die wir übersehen hatten. Gift des langen Leidens. Jo, das eine Symbol hier jetzt gehört wahrscheinlich zu der Burg. Hier gibt es ja noch mehr Sachen.
Ich will jetzt aber zuerst wirklich zum Schiffswrack. Da vorne gibt es einen Hafen. So, und ich sehe Untote. Jetzt ist nur die Frage, wie stark sind sie? Altes Wrack entdeckt. So, dich mache ich auch noch fertig. Okay, hier ist noch einer. So, alle erledigt. Obwohl, den Langbogen nehmen wir auch mit. So, hier ist noch eine Truhe. Das ist leer, das ist leer. So, Genesungstrank. Morscher Langbogen. Totenhauf, Rang 1. Was ist das? Verschlüsseltes Magierdiadem. Salz. Alte Robe können wir mitnehmen, können wir vielleicht verkaufen. Schaufel lassen wir. Käsestück. Alte Vagabundenhandschuhe, Eisenbarren. Schwere Lederhandschuhe. Oh. Perfekt. So, nehmen wir mit. Und verkaufen. Und wieder runter. Okay, hier gibt es nichts. So. Was haben wir hier? Zweikampflehrling. Alte Vagabundenkluft. Okay, das, weswegen ich hierhin gekommen bin, haben wir erledigt. Jetzt will ich zu der Stadt. Panzer brauchen wir nicht. Ich gucke auch einmal eben, ob die gute Dame, der wir vor ein paar Folgen geholfen hatten, auch noch da ist. Vorausgesetzt, wir finden irgendwie einen Weg hier wieder hoch. Grüße. So, handeln. Zeig mal. Natürlich. Ja. So, ich muss verkaufen. Deswegen darfst du das hier haben.
Den hier darfst du haben. Den darfst du haben. So. Den. 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 Okay, die hat jetzt nichts mehr an Geld. Schreitet wohl. Ihr auch. Werte Dame, ihr auch. So, dann gehen wir mal hier durch. Beziehungsweise ist wieder schon wieder dunkel. Das heißt, wir müssen jetzt den nächsten Schlafplatz finden. Da ist auch noch eine Eisplanke. Kommen wir an die Eisplanke da hinten ran? Wenn ich wüsste, wo ich die jetzt gesehen habe. Vielleicht da oben? Hier. Hier hatte ich sie gesehen. Ich muss aber auch ehrlich sagen, es sieht einfach richtig schön aus hier. So, suchen wir uns aber erstmal einen Schlafplatz. Da vorne gab es ja eine Hütte irgendwo. Dann gucken wir nochmal, ob es da ein Bett gab. Können wir bis zum nächsten Morgen schlafen. Ich spiele irgendwie am liebsten immer tagsüber. Solche Games. Weil dann kann ich auch was sehen. Gab es hier ein Bett? Ja, es gab hier ein Bett. So. Machen wir 12 Stunden. Und so, es ist wieder hellichter Morgen. Beziehungsweise es wird jetzt hell. Was war das? Ach, Heilwurz. Ah, brauchen wir jetzt gerade nicht. Aber wir gehen mal den Weg hier weiter. Da ist der Weg. So, was ist das jetzt für ein Ding, was hier jetzt auf uns zukommt direkt? Ich sehe da Wölfe. Na, ihr? Jo, wieder so viele. Okay, hier werden die schon ein bisschen stärker. So. Gebratenes Wolfsfleisch. Der hat nichts. Der hat nichts. Der ist leer. Der hat aber Wolfsfleisch.
Der ist leer. Frostschutztrank ranzig. Goldfurtklippe entdeckt. Goldfurt hieß das. Das ist die Goldfurtklippe. Okay. Aber die sind hier doch schon ein bisschen stärker. Hier ist irgendwo Windwurz da. Windwurz. Schloss Goldfurt entdeckt. Schloss Goldfurt scheint doch von Untoten überrannt worden zu sein. Tschüss. Oh, die können doch aufmachen. Ihr spürt ein flaues Gefühl in eurem Arm. Eine diffuse, mächtige Präsenz. Irgendetwas oder dessen Fehl. Jedoch scheint sie daran zu hindern, Form anzunehmen. Okay, dann gehen wir mal lieber. Weil, wenn hier irgendwas nicht stimmt, weiß ich noch nicht, ob wir hier schon hingehen sollen. Hier steht nicht einmal, ob wir irgendwas schon abgeschlossen haben. Kann das sein? Ist gar nichts abgeschlossen. Den Migrantenturm haben wir auch noch nicht erkundet, sehe ich gerade. Ich sehe auch gerade, wir haben keine aktive Quest, außer dass die Herren der Verstoßenen. Die Belohnung für die Beseitigung ist auch so ein Gegenstand. Verlorene Herzen, okay, Blut und Staub. Ein Weg finden, an Kämpfen teilzunehmen. Rattenfleisch für das Elixier auftreten. Das fehlt noch. Geheimnisse aus der Büchse. Den Gedicht beschriebenen Ort finden. Komm, machen wir mal. Wenn wir dann im Flussheim sind gleich, machen wir das mal, versuchen wir das. Aber da gehen wir definitiv noch ein andermal hin. Jetzt will ich aber dieses eine Lager hier noch aufsammeln. Das ist bestimmt von Straßendieben. Da vorne. Also ich wollte schon sagen, ist er hier allein? Wer ist hier die Schlampe? Banditenlager entdeckt. So, haben wir. Nehmen wir alles mit. Karotte, Eisenschwert der Flammen, Lederschild, Roll des Feuerballs, Set des Rattenfingers, Griff des Rattenfingers. Jetzt kommt die Hufeisen, müssen wir sammeln, damit wir unser Pferd hier oder unser Esel
verbessern können. Das wäre nicht lustig. Hier sind irgendwo nochmal Wölfe. Beziehungsweise Küstenpirscher. Und bis jetzt haben wir alle besiegt. Warte mal, Statistik eigentlich. Ort entdeckt, 54 haben wir schon. Verließe abgeschlossen, 0. Tage vergangen, 12. Stunden geschlafen, 110. Stunden gewartet, 0. Findlinge gefunden, 0. Groschen gefunden. Meiste Groschen besessen. Truhen geplündert. Fertigkeiten verbessert. Lehrbücher gelesen. Nahrungsmittel gegessen. So steht da 0. Bei Fertigkeiten verbessert und Lehrbücher gelesen. Pferde besessen 0. Häuser besessen 0. In Läden investiert 0. Tauschgeschäfte, überredete Personen, Bestechungen, Einschüchterungen, Krankheiten überstanden 2. Quests. Hauptquest abgeschlossen 7. Nebenquest abgeschlossen 0. Charakterquest von Jesper abgeschlossen. Kopfgeldquest abgeschlossen. Goldene Sichelquest abgeschlossen. Charakterquest von Kalia abgeschlossen. Wer ist denn jetzt Kalia? Kopfgeldquest abgeschlossen 0. Nebenquest in Flussheim abgeschlossen. Hä? Ich dachte, wir hätten da schon welche abgeschlossen. So, Magie, 21 Zauber gelernt. Favorisierter Zauber, Teleport nach Flussheim. Das ist schon mal gut. So, herstellen, Seelensteine verwendet, 0. Nur Tränke benutzt bisher und Tränke gebraut. Mehr haben wir hier. Doch, wir hatten noch Zutaten gesammelt, 101. Zutaten gegessen, 2. Windwurzeln gefunden, 5. Flügel gerupft, 1. Verbrechen. Gesamtes Kopfgeld 40. Größtes Kopfgeld 40. Haben wir immer noch Kopfgeld? Strafen bezahlt 40. Ah, okay. Diebstähle 3. Angriffe 21. Morde 0. Pferde gestohlen 0. Unerlaubtes Eindringen 9. Upsi. Okay, ein bisschen Mist haben wir gebaut. Bisher. So, aber da kommen wir auf jeden Fall nochmal hin. Wir werden wiederkehren. So, hier sind irgendwo Wölfe in der Nähe. Wir lassen die mal. Zurück nach Flussheim. Oder warte. Wir können die Richtung nochmal gehen, zur alten Dammwarte. Weil da haben wir auch noch nicht alles erkundet, erledigt und so. Da fehlt mir noch viel zu viel, was wir nicht gemacht hatten. Ich muss aber auch sagen, das sieht echt schön aus. Was sind das eigentlich für Berge? Sind das schon die da hinten sind? Das Nordwindgebirge? Dass ich schon so weit sehen kann? Okay, hier immer noch weiter in die Richtung. Und es tut mir leid, dass ich so oft auf die Karte gucke, aber ich will mich ja auch orientieren, wo ich hinlaufe und dass ich nicht irgendwie aus Versehen in falsche Richtung gehe. Achso, ist ein Fuchs, der auf uns zukommt. Genau, erstmal in die Richtung und dann hier geradeaus.
Vielleicht können wir auch endlich diesen einen Troll da kaputt hauen, der dort auf uns gewartet hatte. Wegen dem wir geflohen sind einmal. So, dann wären wir wieder hier. Ich glaube, das ist eigentlich hier der reguläre Weg, der richtige Weg. Ich glaube, hier gab es aber auch noch irgendwo einen Bären, kann das sein? So, Lachs nehmen wir mit. Der ist leer. Junger Braun. Okay, ich dachte, der wäre härter, aber es ist nur ein junger Braunbär. Braunbärenfell und Bärenklauen. Ich dachte, der wäre härter. Oh. Reisestein. Rineus Philosohn, geliebter Vater, beschritt die letzte Reise im Mondeslicht, am 15. Tag des Krakens, 6634 nach St. In immerwährender Liebe, deine Gefährten Karea. Ruhe in Frieden, Salea Götterbraun, bestritt ihre letzte Reise um 6676 nach St. Kaleara Gazidoma, geliebte Mutter, Großmutter und Urgroßmutter, möge dein Geist in Frieden auf den ewigen Faden wandeln. 6612 nach St. Kleiner Friedhof. So, ich höre schon die kleinen Pirscher. So, diesmal fällt mir gar nichts, ne? Ja, jetzt willst du schwimmen, ne? Feigling. So. Wolfsfleisch. Fleisch. Der ist leer. Jetzt wollte der fliehen. So, Trollfett nehmen wir mit. So, altes Dreiflusslager. Nadel? Hat kein Rattenfleisch, schade. Da hinten ist noch jemand drin.
beide leer. Aber ich sehe mich trotzdem hier erstmal um, bevor ich versuche, das zu knacken. Okay, man kann das schon doppeln. Über solche Wege. Weizen. Und nochmal Weizen. Und Groschen. Der ist auch leer. Schade. Was? Werkzeugkasten? Einzelteile? Eisenschwert-Bauplan? Eisenhelm-Bauplan? Eisenbarren? Schlüssel zum Lager am Dreiflusswacht? Okay. Mana-Trank ranzig, Geisterwolf rufen, verschlissene Robe, Eisenschlachter-Axt, Kelch, Ambrosia, so, Eisenbarren, noch ein Werkzeugkasten. So, Rüstung schmieden, wählt einen Gegenstand zum Verbessern. Nee, davon will ich nichts verbessert haben. So, aber wir müssten wieder was essen. Und wieder Eisenschild. So, ich höre schon unsere Freunde. Wolfsfell, der hat nichts. Hier gab es, glaube ich, eine Riesenspinne. Mehrere sogar. Der ist leer. Der ist auch leer. Hier ist aber noch viel zu erkunden, sehe ich gerade. Da vorne ist irgendwo eine Höhle. Obwohl, da oben ist ja diese eine Stadt. Vielleicht ist die Höhle... Hier unten irgendwo oder ist die oben? Obwohl, es könnte sein, dass die hier oben ist. So. Können wir alles mitnehmen. Da ist noch ein Groschen, den wir nicht haben. So. Interagieren Leiter.
Schwerrüstung so 7 Punkte verbessert. Okay, aber ich glaube, zu der Höhle kommen wir nicht. Oder? Was sind das denn jetzt für ein Symbol? Jetzt ist nur die Frage, wo muss ich lang? Da lang? Oder hier entlang. Bin gerade ein bisschen doof. Oder hier. Ich glaube, ich habe den Weg wieder gefunden. Ja, ich habe es wieder gefunden. Oh, ich habe mich jetzt kurz wegen der Ziege erschrocken. So, und hier ist das Lager mit Jesper, die wir hatten. So, und das hier hatte uns noch gefehlt, richtig zu erkunden, zu durchsuchen. Weil die kleinen Spinnen schon zu hart für uns waren. So. Kommt her, ihr kleinen Mooskrabbler. Ich nehme noch eine Fackel. Eisenbarren. Noch ein Eisenbarren. Kappe, Schuhe. Warte, alte Sternlingsballista. Ich hätte einfach das Ding benutzen können. So. Ambrosia. Rezept für einen Trank, Chemikum, violette Malfassblüte, Lavendel. Erhöht eure Ausdauer in Wolfsung. Ah, okay. So, Spinnengift nehmen wir mit. Da ist noch ein Eisenbahn. Spinnenbeute.
jetzt? Ah. Oh, okay, warte mal. Zauber Psychose Rang 1. So 8 von 100 haben wir schon. Spinnei brauchen wir nicht. Weizen nehmen wir mit. Klettert ihn nochmal? Nee. Hobel. Ich habe jetzt nicht vor, hier einen zu hobeln, also. Wir suchen Fass. Hier waren noch Groschen drin, okay. Fleckenpilz. Eisenerz. Lederstreifen. Ein Blasebalg. Nehme ich mit. Wo ist denn der Kollege hier? Der andere, der hier noch war. Da lag noch was. Groschenbeutel. Rote Malfassblüte. Okay, wo ist die Windwurz, die ich höre? Da. So, und da wären wir wieder zurück hier bei dem hier. Ich gucke erstmal hier unten, ob es hier noch was gab. Geräusche auf jeden Fall. Weg damit. Auch mit der Schaufel weg. Und das Ding mitnehmen. Ich höre hier auf jeden Fall was. Hier ist irgendwas Magisches. Da. Was hat es mit diesem Geräusch hier auf sich? Ich würde das gerne verstehen.
Wie komme ich nochmal da hoch? Ich glaube, hier war das, ne? Ja. Das ist es. Ich mache mal Ego-Perspektive lieber mal. Ach nö, kommt man da nicht nochmal hoch? Heißt das, ich habe es jetzt komplett verkackt, um da hochzukommen? Beziehungsweise hier die... Okay, dann haben wir das verkackt. Wenn ich da hier gar nicht mehr hoch kann, dann... Denn ich würde gerne die Gegner, die dort waren, auch noch erledigt bekommen. Apropos, ich wollte mal kurz gucken. Haben wir hier wieder? Nee. Nichts Neues. Aber wir haben hier was Neues, fällt mir so gerade ein. So, den hier zum Beispiel. So, Verzauberung um 1 auf 18 erhöht. So. Auf 16 und jetzt auf 17 müsste das sein. So, Psychose Rang 1 und Totenhauch Rang 1. Haben wir hier irgendwas, was besser ist? Ne, bis jetzt noch nichts. Ja gut, dann machen wir uns einfach erstmal auf den Weg wieder zurück. Will aber mal schauen, dass ich irgendwie einen anderen Weg finde, um da wieder hinzukommen. Irgendwann werden wir definitiv noch einen Weg finden. Gab es hier vielleicht noch einen Weg oder so? Ne. Aber wenigstens haben wir das jetzt nachgeholt, was ich jetzt am Anfang übersprungen hatte, sage ich jetzt mal so dreist. Nicht einmal wirklich gewollt, um zu überspringen, sondern weil ich gedacht hatte, ich bin einfach zu schwach dafür. Okay, jetzt sind wir aber auch ein bisschen besser gerüstet und ein bisschen besser geskillt. Noch nicht optimal geskillt und so. Aber immerhin besser. So. Gib mir dein Ziegenfleisch. Ach hier, das war der Weg. Eine Muschel. Ja, Muscheln sammeln wir jetzt nicht ein. Aber wir machen uns erstmal wieder auf den Weg zurück nach Flussheim. Und gucken mal, dass wir von da aus vielleicht noch die ein oder andere Quest erledigt bekommen. Was haben wir denn hier? Ach so, das hier. Okay, das wäre der eigentliche Weg, wieder jetzt zurück hinzukommen, oder wie?
bei der guten Dame. Aber wenigstens das ganze Startgebiet haben wir erledigt. Haben wir es geschafft. Jetzt brauchen wir nur dringend irgendwoher Rattenfleisch für die andere Quest. Wahrscheinlich ist die Tochter schon lange tot, für die wir das sammeln. Weil wir kein Rattenfleisch organisiert bekommen. Und in Ark bei der Bank müssen wir auch noch mal kurz schauen. Und unser Geld da noch mal vielleicht anlegen. Da haben die Zinsen da es schön in die Höhe treiben. Gleich sind wir schon wieder in Flussheim. Aber diese eine Burg, die werden wir definitiv noch mal besuchen. Auf jeden Fall. Nur nicht mehr heute. Ich würde da vielleicht hingehen, wenn ich der Meinung bin, so, wir sind schon geskillt genug, oder es eine Quest gibt, die uns dahin führt. Und da ist Flussheim. Dann sind wir endlich wieder da. Zum Myradenturm muss man noch hingehen. Da war ich jetzt noch gar nicht. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir Warst noch... Warst du schon beim Schrein? Schnell, geh nachschauen. Ja, machen wir noch. Aber dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.